ich will das machen. Also eins ist kein Problem, aber zwei. Das ist heftig. Ich das Brett kriege, bevor das andere kommt, wäre das natürlich episch. Feuer! Schießt! Bin mir aber gar nicht sicher. Feuer! Feuer! Ist gut genug! Was hörst du denn gerade von mir? Erwarten Befehle! Feuer! Super Wunderattack! Feuer! 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 Das sieht ganz böse aus, ne? Feuer! Wenden! Hippen direkt voraus! Okay. Da muss ich was anderes einfallen lassen. Vielleicht können wir noch mal vorher... Ich hoffe, wir sind jetzt noch hier. Ich hoffe, wir sind noch hier. Das wäre sonst uncool. Vielleicht... Unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Ei, die Armada. Das sind Torres und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Das ist die Option, ne? Das ist nicht gut. Die wird nicht treffen, auf jeden Fall. Ne? Nicht? Vorbeisegeln ist eigentlich eine gute Idee. Allerdings sollte er mir mal erklären, wie ich daran vorbeisegeln soll. Seesegel einholen! Die Hauptsegel! Oh, oh, oh! Weg hier! Die Segel! Die Böe nehmen wir mit! Ja, das Schiff hat uns fast im Kegel. Wir sollten vielleicht ein bisschen wegkommen. Wir sind sicher, Ken! Treffen Sie frontal auf Riesenwellen und Schädel von Riesenwellen? Von Backbord, Sir! Riecht nach Beute! Beute ist mir relativ egal, ich versuche da jetzt irgendwie nur durchzukommen. Ich frage mich gerade nicht... Captain! Schiffbrüchiger hier, Captain! Oh, da ist auch eine Riesenwelle. Das ist wahrscheinlich die beste. Das hätten wir geschafft, ein Kriegsschiff! Die Flaggen! Runter auf den Grund! Das ist wahrscheinlich die sicherste Stelle, um durchzusegeln, ne? Kopfsegel reffen! Alle Segel, sie verträgt das! Setzt die Segel! Holt alles aus ihr raus, Jungs! Ob das geht? Ich bin mir ja nicht so sicher. Captain! Na, fuck. Da! Rosa! Jetzt habe ich sogar beide eher. Ne, das funktioniert so nicht. Aber ich guck mal ganz kurz. Das sehe ich natürlich jetzt nicht. Okay, dann muss ich nochmal nachladen. Nachladen. Beenden. Option, Inventar, Herstellung, Effort, Upgrades. Ich bin... Gut, again. Sie haben uns! Feuer! Ein paar Reifen eingebüßt, aber es hält noch! Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Dann würde ich jetzt nur sein, dass ich auch mal ein bisschen Schaden machen kann, aber so... Feuer! Ach so, ja, Mann. Die Herren haben doch jetzt... Die sind zu schwer bewaffnet, Edward! ...die Verfolgung aufgenommen. Ne, sehe ich doch so. So richtig. Wieso kann ich nicht in... Alter, ich will in die scheiß Reisegeschwindigkeit rein. Ich kann nicht in Reisegeschwindigkeit. Das ist das Problem, Alter. Bleib außer Reichweite! Ich kann nicht in Reisegeschwindigkeit. Vorsicht, Erfurt! Wie können... Diese Salve hat uns getroffen, Sir! Alter, die Behinderte ist dafür. Die sind größer, schneller, stärker und ich kann nicht in Reisegeschwindigkeit. Wer denkt sich denn so ein Schrott aus?
Ja. Mörder, Edward! Die Nurse reichen auch ganz schön. Das war's anscheinend. Ach, das ist doch vom hinteren Schiff, ne? Klar. Was auch sonst. Wir verkraften keinen Treffer mehr! Ist mir klar, kann ich trotzdem nichts verändern. Du bist so viel Schaden, Edward! Ja, ist mir bewusst. Ich kann nichts dafür, dass die Erfinder die Schiffe da so übermenschlich stark gemacht haben. Alter, ist so sinnlos. Jetzt sind sie aber ungefähr gleich weit weg. Ja, ist das vor, das muss ich öfter jetzt gar nicht reingeraten. Ich hoffe. Ach. Dreh ab. Noch ein direkter Treffer. Alter, behindert ist das denn bitte? Er sagt ja selber vorbeischleichen, deswegen wundert es mich, dass ich da nicht vorbeikomme. Wirklich, oder ich mach's am Rand, aber... Unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Hi, die Armada. Da muss ich hin. Da steht ein Schiff und da steht ein Schiff. Das sind Torres und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Dann lass es vorbei sein. Ich find's cool, wenn der scheiß Sturm mal aufhören würde, damit ich wenigstens in Reisegeschwindigkeit gehen können. Aber, ja. Jetzt hätte ich erstmal ordentlich auf die Fresse kriegen, weil die Mörser nicht alle treffen. Alter, ich will in Reisegeschwindigkeit. Das ist daran so schwer. Es geht ja genauso wenig hier. Ich würde genauso wenig vorbeikommen. Da, Mörser! Kräf die Traub- und Rahmsegel! Ey, gehen beide oder wie ist das? Ich guck gerade, ob das andere reagiert. So viel Segel wie ihr könnt! Feuer! Feuer! Du geil, schön verwandt. Feuer! Das Feuer! Okay, das Feuer! 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 Wir werden noch hier hinten bleiben. Feuer! Sehr schön, Feuer! Ist, Feuer! Ja klar, dann nur so schießt man. Schwierig. Da gibt's ja. Auf jeden Fall, da gibt's ja. Egal. Rahm- und Marssegel fest zurren! Lady! So, jetzt haben wir uns diesen Typen hier noch. Wir hoffen uns dabei auf jeden Fall nicht desillusionieren lassen. Alter, was ist denn hier los? Ich bin nicht sicher, ob meine Mannschaft groß genug für diese Sperrenzone ist. So, oh Gott, Flagge muss ich auch holen, ne? Oh, hoch da! Sehr schön.
So, Flagge weg. Offiziere töten. Und 20 Leute töten. Oh, das ist heftig. Edward. Klar, ja, warum nicht? Ich bin sicher, meine Hüge überlebt. Okay. Und ich bin nicht sicher, ob ich das überlebe, da wieder runterzukommen. So, okay. Oh, fuck. Ist ja schon einer tot. Einmal tot. Noch einer tot. Du willst gar nicht mehr so was kennen. Kurvereserve muss ich nicht zerstören. Also da ist es wieder egal. Ach, ich hätte doch hier Munition noch. Kann man hier noch früher sein? So, tot. 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 Aua. Stirb doch bitte. Oh. Der ist noch zwei tot. Schön noch vier, okay. Super, leicht am Limit, aber. Uff. Da hab ich gerade noch reagiert, ey. Okay, 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 okay. Kill ihn mal einfach. Sehr schön. Ich hätte es auch erschießen können, aber bei den Ressourcen die Hilfe hochzuschleifen ist schon... Was sollte man schon überlegen? Also 500 Gold und 50 von jedem wegschmeißen ist schon ein bisschen viel. So, Jack da reparieren. Das heißt, wir könnten, wenn wir ins Gefecht gehen jetzt, also falls das passieren sollte, kriegen wir den zweiten auch noch platt. Sehr schön, aber ich versuche eigentlich als Reinzukommen, ohne ins Gefecht zu gehen. Kann ich nicht? Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Doch. Alle singen! Kann ich. Kurz getrunken. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Die Rogers und Tornico. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen können. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wie, wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Na dann. Captain Robot. Ah, das hübsche Mädchen kommt mit. Na dann. Warte, das ist etwas schattig hier, nicht wahr? Schattig? Ja, bewölkt. Ich hätte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Er hat drei riesige Schiffe dabei, Alter. Ja. Ist der König sich die fragt, was der die ganze Zeit macht, der Typ? So, und jetzt haben wir unseren
theologischen Sinn hier, den wir haben. Und habe ich. Ich habe gerade keine Kanonen dabei, warum ist mir angezeigt? Bonnie noch bei uns? Bonnie? Bonnie! Ja, oder halt nicht. Soldaten da vorne! Was sollen wir tun? Was wir tun? Kadaver meilenweit! Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Ja, aber genauso sind wir ja eigentlich auch hier durchmarschiert, wenn man es genau nimmt. Ich weiß nicht, ob ich den erlösen könnte, sollte. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob Bonnie hinter... Ja, kommt. Wäre sehr seltsam, weil ich meine, wir sind Assassinen, wir haben das gelernt. Also, ich hab's nicht von Assassinen gelernt, ich bin halt ein Sportschützen. Aber wenn die Bonnie das schafft, dann sollte man ernsthaft an der Männlichkeit. Oh gut. Ja. Ich finde diese ganzen Special-Effekte, die eingebaut haben, ziemlich geil. Ich finde es gut, dass ich das jetzt dann nochmal nachhole, das Spiel zu spielen. Alter, brennt das hier? Alter, der hat mir alles niedergebrannt. Wie böse sind die denn bitte? Wir haben jetzt genau nochmal wieder dasselbe gemacht. Wir sind auch hier durchgerannt, haben alles umgehauen, was wir gefunden haben. Aber das ist schon besser im Phoenix jetzt. Sag mal so. Nehmen wir Schwerbürger. Genau. Die Bonnie verfolgt uns einfach mühelos. Also, weil wir könnten anfangen zu fliegen und sie würde einfach hinterherkommen. Das ist. Nein, komm schon. Okay. Wir könnten anfangen zu fliegen, das würde die nicht interessieren. Die kommen einfach hinterher. Das ist. Die Frauen sind halt so, ne? Das können die halt einfach. Alles sehr eigenartig. Was ist das? Vetter. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind. So. Ich frage mich, warum wir hier lang laufen. Wir waren doch gerade schon da. Oder war das eine andere Ansicht? Keine Ahnung. Heilige Mutter Gottes. Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Hi. Halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfe. Ei! So schön, Annie. Mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis piernas no responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Volvemos todos! ¡Has oído! ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está aquí! ¡Es pirata! Interesante Sache. Das ist also die Sicherheitsmaßnahme gewesen.